Hallo YouTube, ich möchte mich mal wieder melden. Ich habe jetzt ein paar Monate kein Video mehr gemacht, aber Haufen zu tun gehabt. Mein umfangreicher Fuhrpark hat einen kleinen Wartungsstau gehabt, weil im Winter habe ich keine Lust, dass ich mich in die Garage stelle. Und so habe ich jetzt einiges zu tun gehabt mit meinen Motorrädern und Autos, auch mit der regulären Arbeit. Und jetzt möchte ich mal so ein Video machen, das mal im Großen und Ganzen wieder mehrere Themen umreißt. Was gibt's Neues? Ein paar Pfeifen habe ich gekauft. Ich bin ja immer wieder mal auf der Suche nach einem ansprechenden Modell bei eBay. Und ich habe mal wieder ein paar Gebrauchte gekauft. Ich zeige euch die mal der Reihenfolge nach. Hier so eine Pfanne, Crown Winslow. War in einem relativ guten Zustand. Hat so gute 30 Euro gekostet. War nicht viel Arbeit dran zu machen, bisschen Schmauchspuren entfernen, aber ansonsten war sie recht guten Zustand, raucht sich gut. Die nächste war ein bisschen problematischer, ist ein Mastro di Paia Gigante. Schöne Pfeife mit viel Holz, wie immer top Qualität bei der Marke. War aber pflegemäßig, also nicht im besten Zustand, also habe sehr viel putzen, entkohlen müssen und also habe ich schon etliche Stunden hingeputzt, bis die wieder rauchbar war. Nichtsdestotrotz funktioniert sie super. Das ist einer von meinen Aromatenkocher. Die nächste habe ich schon länger mal im Auge gehabt. Von der Form her hat mir die schon immer gefallen. Eine Stanwell Hans Christian Andersen. Mit dem nach vorn geneigten Kopf und der engen, tiefen Bohrung. Enttäuscht mich aber ein bisschen von der Balance. Sie ist also nichts so sehr gut zwischen den Zähnen zu rauchen, wie ich das gerne mag. Liegt wahrscheinlich am Schwerpunkt. Nichtsdestotrotz ein schönes Pfeifchen von der Form. Jetzt kommt eine, die es mir besonders angetan hat. Die zählt mittlerweile zu meinen Lieblingspfeifen. Ich mag gerne die Marke Ascorte aus Italien. Hier eine kleine Ascorte Nera, trotz ihrer Größe, mal im Vergleich hier, ist sie 9 mm gefiltert. Also man kann auch so kleine Pfeifen mit 9 mm Filter machen. Super ausbalanciert für das schnelle Pfeifchen zwischendurch oder wenn man mal was arbeitet. Sie hat auch einen schönen elliptischen Pfeifenkopf. Wie gesagt, schwarz gebeizt, super Pfeife. Und als letztes eine Marke, der ich immer ein bisschen skeptisch gegenüber gestanden bin, aber die hat mir auf dem Bild so gut gefallen. Das ist eine Lorenzo Spitfire, auch so eine Pfanne mit viel Holz, einem echten Ebonit-Mundstück, einem kräftigen. Toll ausbalanciert und super Raucheigenschaften. Die rauche ich zurzeit am meisten. Rot gebeizt, nennt sich Monte Rosso. Ist vom Oberflächenfinish jetzt nicht so toll. Sieht man hier schon da schon mal einige Schleifspuren im Finish. Und hier oben ein paar Kerben. Da ist wohl mal die Feile ausgerutscht. Aber es tut dem Rauchvergnügen keinen Ablass. Der Tabak, den ich zurzeit am meisten rauche, ist auch ein Standard-Tabak. Also den rauche ich zurzeit fast ausschließlich. Das ist McBaren Scottish Blend. Das ist ein Ready Rubbed Tabak, also mit vielen Flake-Stücken drin. Etwas Cavendish sieht man. Schmeckt sehr naturnah. Nicht leicht, wenn dann leicht aromatisiert, so einen leichten Honiggeruch, aber ansonsten sehr bekömmlicher Tabak, der auch super zur weißen Asche verbrennt. Also das mag ich. Tabak, der keine Reste lässt. Ansonsten bin ich gerade wieder ziemlich am Malen. Ich habe ein neues Bild. Das habe ich schon länger auf der Staffelei stehen, aber ich komme jetzt recht weiter. Das ist von einem meiner Lieblingsmaler, unter anderem auch, weil er Pfeifenraucher ist, Norman Rockwell. Ein bekannter amerikanischer Maler und Pfeifenraucher, der sehr viel für Zeitschriften, Illustrationen gemacht hat, dass seine Kunst der breiten Öffentlichkeit zugänglich wird. Hat sehr viel patriotische Sachen gemacht, damals in Amerika und amerikanische Alltagsszenen. Müsst ihr mal googeln, Norman Rockwell, ganz tolle Bilder. Und das Bild, das ich von ihm interpretiere, ich kopiere es nicht, das ist eine andere Geschichte. Ich werde das mal
vorstellen oder erzählen, wenn das Bild fertig ist. Das nennt sich der Homecoming Marine. Das ist von 1945, das Bild. So sieht es im Original aus. Norman Rockwell hat auch viel mit Fotografien gearbeitet, hat seine Bilder komponiert, zusammengestellt und nachher als Bild fertiggestellt. Das ist also praktisch sein Entwurffoto, diese Werkstatt. Mein Bild wird praktisch von Amerika nach Deutschland versetzt, aber die ganze Geschichte von dem Bild erzähle ich euch, wenn es fertig ist. Ich zeige es euch bloß mal ganz kurz im Hintergrund. So viel zur Macht der Bilder. Das erkläre ich euch nachher, wenn das Bild fertig ist, was ich da geändert habe. Es wird noch, schau ich mal, 14 Tage dauern, bis es fertig ist. Weiterhin habe ich jetzt angefangen, auch Rahmen zu bauen. Gerahmtes Bild wirkt immer besser. Da muss ich mir jetzt dann auch noch ein bisschen reinknien. So, also immer was zu tun. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.